Wagner ist weg, Weigl wollte weg und Schalke räumt weiter auf. Das Idee des Tages. Mein Name ist Nico. Los geht's. Wir haben es euch gestern gesagt und heute ist es offiziell. Sandro Wagner verlässt den FC Bayern München und schließt sich Tianjin Teda an. Gestern Abend hat er die sportliche Führung des Rekordmeisters um Freigabe gebeten und die haben gesagt, alles klar Sandro, hau doch ab. Okay, das haben sie wahrscheinlich nicht gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Gegenüber vereinseigenen Medien erklärte Salihamidžić, Sandro Wagner kam auf uns zu und hat um eine Freigabe aus seinem Vertrag gebeten. Er hat ein sehr attraktives Angebot aus China vorliegen und wir haben daher seinem Wunsch entsprochen. Die Bayern kassieren 5 Millionen Euro Ablöse für Sandro Wagner und wenn wir sagen, ein sehr gutes Angebot aus China, wovon reden wir dann? Von 15 Millionen Euro netto über 2 Jahre, sprich 7,5 Millionen Euro pro Jahr. Und das ist ziemlich genau das, was Robert Lewandowski bei den Bayern kassiert. Hä? Wenn du ihn sportlich nicht schlagen kannst, dann wenigstens nach China wechseln und finanziell gleichziehen. Und, lustige Geschichte, erst vor 3 Tagen hat Tianjin Teda einen anderen Deutschen verpflichtet, und zwar Felix Bastiat, der ehemalige Hertha-Spieler. Und mit dem hatte er schon 1 Jahr lang bei der Hertha zusammengespielt. Weißt du, wer der Trainer ist, Flo? Uli Stielicke, deutsche Legende. Ah. Mann, der war Co-Trainer bei dem EM 2000-Desaster. Ja doch, EM 2000-Desaster. Sportlich liegt die schwierigste Halbserie meiner Karriere hinter mir. Fit zu sein und nicht gebraucht zu werden, das ist kein gutes Gefühl. Zitat von Julian Weigl. Der war ja in der Hinrunde beim BVB wirklich nur noch Mittelfeldspieler Nummer 4 hinter Delaney, Witzel und Mo Dahoud und soll sich deshalb aktiv mit einem Wechsel beschäftigt haben. Als Paris vor Beginn der Rückrunde Interesse an mir gezeigt hat, habe ich mir natürlich Gedanken um meine Zukunft gemacht. Ich wollte meine sportliche Situation verbessern und dass ich unter Tuchel gut funktionieren kann, ist kein Geheimnis. Ich habe dem BVB-Verantwortlichen meine Gedanken mitgeteilt. Dass die Verantwortlichen mich nicht abgeben wollten, muss ich akzeptieren. Jetzt liegt meine volle Konzentration darauf, mit dem BVB erfolgreich zu sein. Aktuell fühle ich mich deutlich wohler als in der Hinrunde. Ich kann mich ins Team einbringen, meinen Teil zum Erfolg beitragen und zeigen, was ich drauf habe. Bei Augsburg geht's weiter rund. Nach Kajubi kann der nächste ehemalige oder eigentlich immer noch aktive Leistungsträger sich einen neuen Verein suchen. Der österreichische Innenverteidiger Martin Hinteregger. Dessen Kritik am Trainer vom Wochenende kam in Augsburg scheinbar überhaupt nicht gut an. Und Stefan Reuter sagte gestern, Freunde, wollen uns nicht selbst überholen, er kann sich gerne mit anderen Dingen beschäftigen. Und da jetzt mal 1, 2 Sachen dazu. Zuallererst mal, ich bin mir nicht sicher, ob man da nicht völlig überreagiert. Klar, Martin Hinteregger's Kritik war hart. Ist keine Frage. Und vermutlich ist sowas eigentlich auch nichts, was man in den Medien ansprechen muss. Trotz alledem ist das eine ziemlich heftige Reaktion. Denn Martin Hinteregger ist in meinen Augen ganz klar der beste Innenverteidiger von Augsburg. Sogar einer der besten Spieler im ganzen Kader. Und da wird es 100% einige Interessenten geben. Schalke 04 ist händeringend auf der Suche nach einem Innenverteidiger. Eintracht Frankfurt braucht eigentlich auch noch jemanden. Martin Hinteregger wird garantiert Abnehmer finden. Außerdem gibt es Gerüchte, dass es Interesse aus Italien geben soll. Und wo wir gerade von Eintracht Frankfurt reden, die haben sich scheinbar die Dienste eines brasilianischen Defensivtalentes gesichert. Tuta vom FC Sao Paulo, beziehungsweise von deren unter 20, U20, so ist man es richtig. 1,7 Millionen Euro wird die Eintracht bezahlen und kriegt dafür 70% der Transferrechte. Ja, bedeutet 30% liegen immer noch bei seinem Ex-Verein. Tuta soll derzeit auf dem Weg nach Frankfurt sein, um dort seinen Medizincheck zu absolvieren. Kann man sich eigentlich nur eine Sache wünschen. Hoffentlich tut er gut einschlagen. Hoffentlich tut er sich nicht gleich verletzen. Hoffentlich tut er dem Team gut. Die Witze tut er mögen, da bin ich mir sicher. Und während ich gerade gesagt habe, dass Schalke 04 sicherlich Interesse an Martin Hinteregger haben dürfte, hat Schalke eine andere Lösung im Visier. Die große Lösung. Und zwar Jeffrey Bruma vom VfL Wolfsburg. Jörg Schmadtke bestätigte gestern gegenüber der Bild-Zeitung, es stimmt, dass beide Vereine, Schalke und Augsburg, Interesse an ihm haben. Und Jeffrey Bruma selbst hat ja mehr als einmal gesagt, ich bin nicht zufrieden mit der Situation, ich würde gerne in der Bundesliga bleiben, aber bei Wolfsburg scheint es nicht zu klappen. Da könnten wir also durchaus noch einen Transfer sehen, auch wenn die Zeit langsam knapp wird. Aber man muss sich überlegen, der Mann will unbedingt weg, Wolfsburg hat keine Verwendung. Also bin ich mir relativ sicher, dass wenn schon kein fester Transfer zustande kommt, wir sicherlich eine Laie sehen könnten. Wir bleiben noch kurz bei Schalke 04, denn wie gesagt, die räumen ihren Kader weiterhin ordentlich auf. Dominik Tedesco hat scheinbar keinen Bock mehr, dass diese Mannschaft so zusammenbleibt. Und deshalb ist der nächste Mann weg. Abdulrahim Baba geht zu Stade Rennes. Der ist ja eigentlich immer noch von Chelsea ausgeliehen, sprich die Laie mit Schalke wird aufgelöst. Er geht zurück zu Chelsea und von da auf Leihbasis zu Stade Rennes. Auch nur bis Sommer 2019 und ohne Kaufoption. Und Franco Di Santo, der wurde gestern in Istanbul am Flughafen gesichtet, wo er mit Galatasaray über einen Transfer verhandeln wird. Oder
schon verhandelt. Und noch ein paar schnelle Transfer-News. Paris Saint-Germain hat einen Mittelfeldspieler gefunden. Leandro Paredes kommt für 47 Millionen Euro von Zenit St. Petersburg. Juventus Turin leiht Martin Caceres von Lazio Rom aus. Und es ist ganz klar, der Mann schließt die Lücke, die Mehdi Benatia mit seinem Abgang hinterlässt. Caceres ist in Juventus schon bekannt, in Turin schon bekannt. Und außerdem war er übrigens im Barca-Team 2008, im legendären Pep Guardiola-Team. Nico, warum sagst du mir das jetzt? Weil dazu nachher ein Hot Topic kommt. Danke für die Frage. Und Denis Suarez vom FC Barcelona steht unmittelbar vor einer Leihe zum FC Arsenal. Und das ist ein seltsamer Deal. 3 Millionen Euro Leihgebühr, keine Kaufoption. Heh, wird gelaufen. Und das war's für heute, Freunde. Für alle, die es noch nicht gehört haben, hier ist unser neuer Podcast. Sektion Radioverbot. iTunes-Link und Spotify-Link direkt in der Beschreibung. Und die Top 10 vom Wochenende, das war's von mir. Wir sehen uns nachher zum Barca-Hot Topic.